EA Poe Productions liest Sagen der Gebrüder Grimm. Heute: Ludwig baut eine Mauer. Einmal führte der eiserne Landgraf den Kaiser Friedrich Rotbart, seinen Schwager, nach Naumburg aufs Schloss. Da ward der Kaiser von seiner Schwester freundlich empfangen und blieb eine Zeit lang da bei ihnen. Eines Morgens lustwandelte der Kaiser, besah die Gebäu und ihre Gelegenheit und kam hinaus auf den Berg, der sich vor dem Schloss ausbreitete, und sprach: »Eure Burg behaget mir wohl, ohne dass sie nicht Mauern hier vor der Kernmatte hat. Dies sollte auch stark und feste sein.« Der Landgraf erwiderte: »Um die Mauern sorg ich nicht, die kann ich schnell erschaffen, sobald ich ihrer bedarf.« Da sprach der Kaiser: »Wie kann eine gute Mauer hierum gemacht werden?« »Näher denn in 3 Tagen«, antwortete Ludwig. Der Kaiser lachte und sprach: »Das wäre ja Wunder, wenn alle Steinmetzen des Deutschen Reiches hier beisammen wären, so möchte das kaum geschehen.« Es war aber an dem, dass der Kaiser zu Tische ging. Da bestellte der Landgraf heimlich mit seinen Schreibern und Dienern, dass man von Stund an Boten zu Ross aussandte zu allen Grafen und Herren in Thüringen und ihnen meldete, dass sie zur Nacht mit wenig Leuten in der besten Rüstung und Geschmuck auf die Burg kämen. Dies geschah. Frühmorgens, als der Tag anbrach, richtete Landgraf Ludwig das alles so an, dass ein jeder auf dem Graben um die Burg trat, gewappnet und geschmuckt in Gold, Sammet, Seiden und dem Wappenröcken, als wenn man zu Streiten auszieht. Und jeder Graf oder Edelmann hatte seinen Knecht vor ihm, der das Wappen trug, und seinen Knecht hinter ihn, der den Helm trug, so dass man deutlich jedes Wappen und Kleinod erkennen konnte. So standen nun alle Dienstmannen rings um den Graben, hielten bloße Schwerter und Äxte in den Händen, und wo ein Mauerturm stehen sollte, da stand ein Freiherr oder Graf mit dem Banner. Als Ludwig alles dies stillschweigend bestellet hatte, ging er zu seinem Schwager und sagte, die Mauer, die er sich gestern berühmt hätte zu machen, stehe bereit und fertig. Da sprach Friedrich: »Ihr täuschet mich«, und segnete sich, wenn er es etwa mit einer schwarzen Kunst zu Wege gebracht haben möchte. Und als er auswendig zu dem Graben trat und so viel Schmuck und Pracht erblickte, sagte er: »Nun habe ich köstlicher, edler, teurer und besser Mauern Zeit meines Lebens noch nicht gesehen. Das will ich Gott und euch bekennen, lieber Schwager. Habt immer Dank, dass ihr mir solches gezeigt habet.«